Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7. Wir sind auf Terfin und auch hier ist nicht alles ganz so astrein, wie man gehört hat. Ich bin mir gar nicht sicher, war man hier schon drin? Hier ist auf jeden Fall ein Trainer. Reden wir mal mit dem. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das schon gemacht haben oder nicht. Du bist Quaven. Nee, mit denen haben wir tatsächlich noch nicht geredet. Okay. Sein Beruf. Lernzentrum. Mhm. Okay, das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Okay, erzähl was über die Gemeinschaft. Über die Vereinigung. Okay. Ja, davon haben wir gehört gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Nach den Grundsätzen frage ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Nun gut, dann lasst uns mal weitergehen. Da ist die Gemeinschaft, da geht's noch irgendwo hin. Ja, da haben wir auch noch ein Haus. Aber hier ist niemand. Nun gut, dann geht's weiter nach Norden. Und wir schauen uns mal dieses Gebäude hier an. Ja, das ist typische Gargoyle-Struktur, glaube ich, oder? Mit diesen Dings, wo dann offen sind. Ja, wie auch immer. Jetzt. Aber wir müssen erst noch jemanden finden. Also, ja, da haben wir schon mal zwei Gargoyles. Ja, Traxinemus, Traxinosom. Ja, den kennen wir ja. Mit denen haben wir ja schon geredet. Okay, erzähl was über Terragus. Aha, okay. Ja, über Enamo sollten wir auch noch reden. Das haben wir ja gesagt gehabt, dass wir ihm sagen, was passiert ist. Okay, was hat er was aufgegeben? Okay. Und Runep? Okay, dann lasst uns mal Bescheid sagen wegen Enamo.
Ja, bedauerlicherweise ja. Er wurde ermordet. Ich denke, da sollte man definitiv nicht lügen. Das werden wir noch machen. Okay, dann lasst uns mit Dings reden. Erstmal Name, Teregus, dachte ich mir doch jetzt schon so. Beruf, Hüten, Altäre, Beherrschung. Okay, sag mal erstmal mit Enamo, denke ich mal. Ja, aber bedauerlicherweise ja. Nicht wirklich. Ja, das war klar. Sollen wir nochmal mit ihm reden darüber? Ja, okay. So, Beruf machen wir nochmal, dann die Altäre. Ja, können wir machen. Ja, die Strebsamkeit. Dankeschön. Aber erzähl was über die Unruhen. Ein Anschläge auf die Altäre, das ist natürlich nicht so toll. Und Ronap? Okay, erzähl was über die Gerüchte. Okay, das machen wir natürlich. Kein Problem. Badam, badam, das war's mit ihm. So, haben wir sonst noch was hier? Nee, ich glaube nicht. Es sei denn da drüben vielleicht. Ja, da könnte noch was sein. Lasst uns mal kurz hierher noch gehen. Aber, nee, das sieht auch aus, als ob es da nichts wäre. Na gut. Dann gehen wir mal zur Gemeinschaftsdings. Gemeinschaftshalle. Also ich nehme doch mal an, dass das die Gemeinschaftshalle ist. Das sieht jedenfalls ziemlich danach aus. Okay, und da haben wir auch noch mal ein Haus. Das ist auch gut zu wissen. So, hier speichern wir mal kurz. Dann reden wir mit ihm. Du bist? Das bist Quan. Alles klar.
Okay, erzähl was über die Gemeinschaft. Na, ich bin mir nicht sicher, weil sie haben schon ziemlich rassistische Ansätze gehabt, wie wir mitgekriegt haben. Okay, das werden wir machen. Runeb, Sachpling und Graven. Mit dem letzteren haben wir ja geredet, das war der Trainer. Mit dem könnten wir nochmal reden. Mit Runeb wollen wir auch drüber reden und Sapling natürlich auch noch. Den haben wir, glaube ich, noch nicht begegnet. Glaube ich jedenfalls. Okay. Und Graven, Lernzentrum, ja. Alles klar, das werden wir machen. Dann wird es Runeb sein, schätze ich mal. Okay, sein Beruf, Sekretär, okay. Erzähl was über die Gemeinschaft. Ja, okay. Sehr großes Gesprächsthema von ihm. Nun gut. Moment. Jetzt. Gehen wir erst noch hierher, denke ich mal. Bevor wir zu... Ne, wir gehen erst zu Graven zurück. Und dann suchen wir mal das aus, sonst vergesse ich das nur wieder. So. Können wir jetzt nicht wegen den Altaren fragen? Das sind alles nur dasselbe wieder. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten überall nach diesen Altaren fragen und so weiter. Aber das scheint nicht zu gehen. Na gut. Dann lasst uns tatsächlich mal weitergehen. So, dann haben wir noch dieses Haus hier vor uns. Aha, Schmuck wird hier verkauft. So. Ein verwehrten Gargoyle mit Namen... Ach, das ist Sapling. Okay, mit dem können wir wegen den Altarstreitigkeiten reden, alles klar. Zaubertränke, Schmuck... Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Reagenzien gegen sein. Brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht wirklich was, glaube ich. Das können wir woanders holen. Ja, Hammer. Okay. Erzähl was über die Gemeinschaft. Okay. Und Altarstreitigkeiten? Okay. Nun gut. Dann hätte ich gesagt, gehen wir auch mal hier weiter. Weil wir können noch weitergehen mit... Aber ich glaube, wir haben jetzt mit allen geredet, oder? Moment, ich muss mal kurz überlegen. Mit den zwei im Dings haben wir geredet, mit ihm. Ja, ich glaube, wir müssten eigentlich mit allen geredet haben. Rausgefunden haben wir nichts. Vielleicht müssen wir denen ihre Hütten doch mal durchsuchen oder sowas vielleicht. Das könnte vielleicht sein. Aber wir gehen erstmal weiter. Das führt ziemlich... Ja, da haben wir auch nochmal einen. Wer bist du? Wenn ich dich an... Jetzt. Du bist... Silamo. Okay, mit denen sollte man ja auch nochmal reden. Thank you.
Okay. Ja, okay. Das war's wohl mit ihm. Dann gehen wir mal noch weiter. So, da geht's. Oder auch nicht. Doch, da scheint es irgendwo hinzugehen. Ja, da gibt es so ein Haus, das verschlossen ist. Können wir das? Nee. Ja, doch, können wir. Das hat sich ja richtig gelohnt hier. Ja, das hat sich richtig gelohnt, diesen einen Dietrich zu verschwenden. Naja, gut, schauen wir mal weiter. Die Straße führt ja immer noch weiter. Hier wird's schon, geht's schon wieder eine Abbiegung. Da haben wir noch ein Haus. Hui. Ja, das muss das Haus von Selamo sein. Das sieht ziemlich nach Gärtnerei aus. Es geht immer noch weiter. Und da haben wir noch ein Haus und da hört auch anscheinend das Ding auf. Hui, ein magischer Bumerang. Auch eine ziemlich coole Waffe, die immer trifft. Allerdings im Gegensatz zu dem Falken weniger Schaden macht. Von daher nichts, was wir wirklich. Gargoyle-Schmuck. Und das ist nur ein Teller. Ja, okay, das war's wohl. Naja, und hier sind wir jetzt halt. Okay. Und hier geht's dann wirklich nicht weiter mehr. Oder? Nee. Dann müssten wir eigentlich mit allen geredet haben. Es ist die Frage, wie lösen wir das Dings? Vielleicht tatsächlich die einzelnen Häuser mal genauer anschauen, was drin, ob die irgendwas haben. Irgendeinen Hinweis oder irgend sowas. Ich glaube, hier müsste es auch irgendwo noch in Minen reingehen oder sowas. Ja, gut. Aber lass uns erstmal noch zu diesen Sarplingen nochmal zurückkehren. Sind wir da jetzt schon vorbei? Ne, ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, das ist hier. Lass uns mal hier mit anfangen. Okay. Gold, Schriftrolle. Gold lassen wir mal. Schriftrolle schauen wir uns mal an. Oh. Okay. Es war also doch eine ganz gute Idee. Die Schriftrolle nehmen wir mal mit. Jetzt könnten wir mit. Oh, die Leute haben auch Hunger. Dann werden wir noch was essen. Die Leute. Jetzt können wir mit Runep reden oder direkt mal mit den Dings nochmal. Moment mal, fehlt da nicht einer? Wo ist ein Dings hin? Unser Waldläufer. Okay, so, das war's erstmal mit den Leuten und unser Waldläufer ist irgendwie weg. Das ist eine gute Frage, wo ist denn der jetzt hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, einer fehlt. Okay, dann müssen wir den nochmal suchen gehen. Das ist wahrscheinlich das Erste, was wir machen sollten. Hey, es kann doch nicht sein, dass der einfach so versch. Ah, da ist er. So,
Gut, jetzt haben wir alle gegessen. Die Folge ist zu Ende von der Zeit her und wir machen beim nächsten Mal weiter. Nach neuen Hinweisen müssen wir nicht suchen. Ich denke, ich rede erstmal mit dem Chef, mit dem Terrigon, denke ich mal. Weil wenn ich jetzt mit Rumben rede und ihn beschuldige, wird das, glaube ich, nicht so gut sein. Schätze ich jedenfalls mal. Gut, aber das werden wir in der nächsten Folge dann sehen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.